im selben Jahr, als ich die Lombardei verließ, reiste ein Wunderkind durch Europa, ein hinreißender Virtuose, der 10 Jahre alt war. Wolfgang Amadeus Mozart. Heute Abend steht irgendwo in dieser Stadt ein kicherndes Kind in einer Kneipe, das, ohne auch nur sein Billardkührecht aus der Hand zu legen, ganz nebenbei Noten zu Papier bringt, die aus jeder, die ich in aller Sorgfalt je geschrieben habe, leblose Krakel macht. Sein Leben ist ein musikalischer Idiot, bitte! Er ist unbequem, macht Szenen, bringt die Leute gegen sich auf. Der Papst hat mich zum Chevalier ernannt, als ich noch in die Windeln geschissen habe. Den selbstgefälligen, infantilen, kichernden, aufgeblasenen Mozart. Mozart, der mitsamt seiner popoklopfenden Gemahlin Scheiße im Maule führt! Ihn hast du auserwählt, um dich zu offenbaren! Du gabst mir die Fähigkeit, das Unvergleichliche zu erkennen und hast dich damit versichert, dass mir meine Mittelmäßigkeit auch bewusst wird.